Mein Name ist Koch Julius. Ich bin der letzte Stiefelmacher, der was in Handarbeit im Osten Österreich überhaupt den Stiefel noch erzeugt. Es haben ca. 300 Personen in Rechnitz Stiefel erzeugt. Und warum wir in Rechnitz besonders den Stiefel geschätzt haben, das waren ja zur damaligen Zeit, zur ungarischen Zeit, die Tschischmenmacher. Das Interessante war, die Berufsschule für Tschischmenmacher war in Rechnitz. Mein Vater war ein geborener 20er, der ist noch in Rechnitz in die erste Klasse Berufsschule für Tschischmenmacher gegangen. Und aus diesem Grund haben wir in Rechnitz das Museum gegründet. Auf das muss man heute noch stolz sein, weil es gibt kein zweites in Österreich. Natürlich haben wir ein bisschen alles aufgelockert, wenn wir Schulkinder haben, dass wir denen Acki noch was erklären. Da oben haben wir aufgehängt die Rindshäute. Das Haupt ist die Rindshaut für den Stiefel. Die untere Haut, die braune, ist die Rindshaut, die ist in halben Häuten verarbeitet. Das kleine schwarze ist das Kalb, das ist drüber geschlagen, weil es eben kleiner ist und leichter zum Handhaben ist. Und das obere ist eine Ziege oder Schaf als Futterleder, was verarbeitet wird. Unsere Stiefel sind bei uns erzeugt worden ohne Nähmaschine, nur in reiner Handarbeit. Zur damaligen Zeit wurde das Schablon gemacht. Zuerst wird Maß genommen, dann wurde ein Schablon gemacht. Das hat praktisch rausgeschaut, das Muster praktisch. Und nach dem Schablon wurde das Leder rausgeschnitten. Dann wurde das Leder rausgeschnitten. Das hat dann die Form erhalten. Und diese Form haben wir nicht bekommen, sondern war ja praktisch, alles war nur Leder. Jetzt haben sie müssen den Stiefelschaft die Formgebung machen. Und zwar, das Leder war ja, ist ja klar flach. Und dann wurde das Leder in Wasser geweicht. Und für diese Formgebung wurde der Stiefel oder das Leder in diese Waltmaschinen eingespannt. Wir haben in Rechnitz gehabt ca. 30, 40 Waltmaschinen und von diesen 30, 40 ist diese eine in Rechnitz übrig geblieben. Alles ist weggeworfen worden, brauchen wir nicht mehr. Das ist der Spruch geworden und da müssen wir heute suchen. Wir's. Das Leder ist da eingelegt worden. Ja, im nassen Zustand ist da reingezwickt worden, ist circa eine Stunde oder was drin geblieben. Die alten Leute haben gesagt, das haben sie reingezwickt, dass das Wasser rausgerunnen ist. Dann haben sie das Leder rausgenommen. Und wenn sie das Leder rausgenommen haben, hat es gehabt den Stiefelschaft, die Formgebung vom Stiefel. Dann wurde das Leder auf diesen Hölzern, die sind die sogenannten Trockenhölzer, auf diesen Trockenhölzern wurde das Leder aufgespannt zum Trocknen und wurde im Winter zum Ofen gestellt und im Sommer haben die alten Leute gesagt, auf die Gräne. Und das war die Trocknung automatisch. Wir haben bei uns gehabt, in einem Hof haben wir gehabt zwei Stiefelmachermeister. Und auf der Straße, wenn es vorbeigegangen ist, sind alle die Stiefel rausgestanden zum Trocknen. Die Rechnitzer Stiefelmacher machen den Stiefel aus einem Stück Leder. Und das war die Walkmaschine. Mit der haben sie es gewalkt. Dann haben sie den Stiefelschaft hinten mit der Hand mit einer Naht zusammengenäht. Heute macht man das mit der Maschine. Und dann schaut es im Prinzip so aus, das ist dann praktisch der Stiefelschaft, nur wird der mit der Maschine zusammengenäht, der wird verkehrt zusammengenäht und dann wird der Stiefel praktisch gewendet. Ja, wie du sagst, dann sockenstrickst um die Frauen, so haben wir deine Stiefel umgestrickt. Und das ist halt die leichtere Arbeit bei einem weichen Leder. Wenn das ein dickes Leder ist, ist es eine Katastrophe, weil es schwer ist, eine schwere Arbeit ist.
Weil wir haben ja auch gemacht für die Kroatengruppen, haben wir ja gemacht den harten Stiefelschaft, der was fest war. Der war zugleich auch der Schutz für den Waden. Und so wird der Stiefel praktisch dann gewendet. Na gut, nicht. Ich brauche für ein paar Stiefel, brauche ich ca. 17 Stunden Arbeitszeit. Und es ist halt viel, und wenn du das heutzutage umrechnest, wäre das mit den 500 Euro unmöglich. Also das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus. So schaut es dann aus. So schaut der Stiefel dann aus. So, dann wird der Stiefel auf diesen Stiefelholz wird dann aufgespannt und das ergibt dann die Weite und die, dass der Wadl Platz hat und dann wird das aufgespannt auf die richtige Weite und wird gedehnt, dass es halbwegs passt. Jedes Leder lässt sich dehnen, mach es stärker, mach es schwächer, aber es hat sicher eine Dehnbarkeit von 1 cm. Und wenn es dann ausgespannt ist, dann ist das praktischer, wird ein schöner Stiefel. Für jeden Stiefel, für jeden Schuh brauchst du einen Leisten. Der Leisten entspricht der Größe des Fußes. Das ist einmal logisch. Und ob das jetzt ein 40er Leisten ist oder ein 28er Leisten ist, ist es immer die Größe vom Fuß. Und über diesen Leisten wird dann das Leder drüber gezogen. In der früheren Zeit hat es nur den geraden gegeben. Der war sowohl beidballig, normal hast du auf der rechten Seite den Kleinzehballen und dann den Großzeh und der ist beidballig. Heutzutage ist der Leisten aus zwei Stück, der unterste ist leichter zum Handhaben ist und um dass du die Maße vom Leisten kriegst, brauchst ja irgendeine Auflage. Das ist die Eize. Die Eize wird aufgelegt und dann sollte der Leisten einen halben Zentimeter weiter. Oder eine zweite, dann haben wir einen Zentimeter mehr. Heutzutage haben wir sehr viel Leisten. Und früher haben sie noch gehabt, einen weiten und einen engen. Also für Sonntagsstiefel und für Arbeitsstiefel. Dann wird unten auf diesen Leisten wird dann die Brandsohle draufgelegt. Das ist, so wie du sagst, das Fundament und der Aufbau vom Schuh. Und über diesen Leisten wird dann das Leder praktisch drüber gezogen. Ja? Und zwar wird die Brandsohle draufgelegt und dann wird der Stiefel rein und wird über den Leisten drüber gezogen. Und so entsteht praktisch der Stiefel. Ja? Wenn der drüber gezogen ist, dann schaut es im Prinzip so aus. Das wird mit Nägel eingeheftet, dann wird das Leder in die Brandsohle eingenäht, da ist unten die Brandsohle drin, wird das Leder eingenäht und das ist das Berüchtigte, was sie immer gesagt haben, was der Stuhlmacher braucht, die gebogene Ahle. Und die gebogene Ahle brauchst, wenn du einstichst, dass du wieder rauskommst. So. Und die hast du die gleiche Nadel, die gleiche, immer das gleiche und so fädelst es rein und nähst es praktisch rein. Wenn du mit den einen an fertig bist, dann kommt rundherum auf den Stiefel, da sieht man das Eingenähte, auf den rundherum ein Sohlenrahmen drauf. Dann wird es in der Mitte ausgefüllt. Das Gelenkstück war früher eine Baumrinde, haben sie eingelegt, früher da hinten. Dass das Gelenk nicht durchtritt. Und dann ist da drauf gekommen die Ledersohle. Ja? Die Ledersohle ist durch und durch genagelt worden. Mit unsere Nägel sind gewesen, die Holznägel. Wie ich Lehrbuhr war, wir haben keinen Klebstoff gehabt. Wir haben keine Gummisohle auf den Schuh draufkleben können. Das hat schon die Industrie gehabt, aber wir als Schuhmacher haben da keinen Zugriff gehabt. Und in der späteren Folge haben wir erst dann gekriegt einen Klebstoff. Und der ist gekommen und hat uns erklärt, dass man
den Absatzgummi hinten aufrauen muss ein bisschen, bin Kleber in Dosen rein, schön einstreichen und drauf picken und es holt. Haben wir nicht geglaubt, wir sind halt noch unsicher, aber er holt wirklich. Und der Holznagel hat die gleiche Eigenschaft wie die Ledersohle. Bei Feuchtigkeit dehnt sich das Holz aus und auch die Ledersohle und bei Trockenheit zieht sich wieder zusammen, dafür ist die Haltbarkeit gegeben. Und das Loch wird nicht gebohrt, sondern die Sohle wird nass gemacht und der Holznagel keilt sich in die nasse Sohle ein. Es wird nur ein Loch geschlagen, aber nicht gebohrt. Und dafür holt der Nagel. Das ist eben der Stiefel. Und dann kommt die Ledersohle drauf, durchgenagelt, der Absatz drauf. Und das ist praktisch der burgenländische Trachtenstiefel. Unsere Arbeit ist praktisch sitzend. Für das Sitzen braucht man einen Stockerl. Das sind die berüchtigten Schusterstockerl. Die Schusterstockerl haben alle drei Haxen. Die Weißen wissen nicht, warum dieser Stockerl drei Haxen hat. Und zwar, das Haupt ist, ein Stockerl mit drei Haxen wackelt nicht. Das nächste ist praktisch, das Haupt ist der Schurz, dass du den Schurz oben hast. Den Schurz, das ist, dass er nichts zwischen die vier Säulen fällt. Und zwar, du arbeitest ja alles auf die Knie, den Stiefel, wenn du den Stiefel nimmst, um den Stiefel zu bearbeiten, brauchst du einen Knieriemen. Und mit den Knieriemen spannst du übers Knie und holst praktisch den Stiefel am Fuß fest. Und zwar wird der Riemen über den Stiefel gelegt, wird unten mit dem Fuß eingehackt und dann nimmst du den Stiefel, die muss auf die Länge abgepasst sein für dir, und dann ziehst du den Stiefel übers Knie. Und wenn du den Stiefel übers Knie ziehst, dann hast du praktisch beide Hände frei zum Arbeiten. Und das Schurz ist immer da, dass der ausgeglichen ist. Und weil du legst den Hammer nicht auf den Arbeitstisch, sondern du schmeißt den Hammer in den Schoß. Und wenn du jetzt die Holznägel nimmst, stellst du da her und praktisch arbeitest du. Ja? Das ist praktisch da. Und so holt praktisch der Stiefel immer fest und du hast beide Hände zum Arbeiten. Und ob du deinen Stiefel jetzt zum Nähen nimmst und du legst den Stiefel da her und nähst, oder drehst den Stiefel um und nähst da, also du hast immer den Stiefel am Fuß und der mit dem spannst immer und holst den Stiefel fest. Und das ist das, was du brauchst. Die Holzen der Leisten bleibt im Stiefel drinnen, bis der Stiefel fix und fertig ist. Und wenn der Stiefel fix und fertig ist, wird der Leisten praktisch mit den Knieriemen auch wieder rausgezogen. Und zwar nimmst du wieder den Leistenhaken, den Knieriemen. Die Leisten haben alle oben Löcher. Du hackst ein in den Leisten. Das geht automatisch, dann brauchst du nicht mehr suchen, das Loch. Den Stiefel, den Schuh rein und nimmst und ziehst fest praktisch raus und reißt praktisch den Stiefel aus den Holznägeln, weil die sind ja durchgenagelt. Und desto länger als die Holznägel gespannt sind, desto schwerer geht der Leisten raus. Und dann nimmst du den Stiefel und ziehst den Stiefel raus. Und dann gehst her und nimmst die Feile oder Raspel mit einem Stiel, dass du vier kämmst. Dann raspelst du die Holznägel raus. Dann klopfst du unten rauf. Haben sie gesagt, immer haust den Staub raus. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Stiefel passt oder er passt nicht. Es gibt kein Stiefel probieren. Du kannst keine Stiefel probieren. Wenn der Stiefel fertig ist, dann kannst du nur ziehen. Und das ist die Wissenschaft vom Stiefel. Der gepechte Faden ist alles gemacht worden selber. Heutzutage haben wir einen Nylonfaden zum Nähen. Und früher ist er das mit dem Hanfgarn gemacht worden. Aus dem Hanfgarn hast du entwickelt, was brauchst du für einen Faden, wie stark. Nimmst drei Fäden, nimmst zwei Fäden oder nimmst fünf Fäden. Der, was die Bergschuhe gemacht haben, der mit sieben und acht Fäden genäht
und wir haben genäht, näht mit 3 und 4 Fäden. Und um den Faden einzufädeln ins Loch, hast du braucht eine Spitze. Und so bist du hergegangen, so wie dieses Hanfgarn zusammengedreht ist geworden, so hast du es praktisch wieder aufgedreht in Gegenzeiger und hast es so schön aufgedreht. Dann macht es so schön auf und dann ziehst du so an. Schau. Schau. Siehst du das, wie das spitz wird? Und dann gehst du her und nimmst das Pech und pechst diesen Faden, den 2 Fäden zusammen, drehst das zusammen und dann kriegst du einen Faden. Und das ist der gepechte Faden. Erstens holt der Faden zusammen und zweitens ist der mit Pech geschützt, dass er eben länger haltbar ist. Und dann bist du hergegangen und hast diesen Schulter genommen da. Das ist ein Hilfsmittel auch. Und mit dem Hilfsmittel hast du den Faden so zusammengedreht. Und dann hast du ihn praktisch wieder gepecht, ja. Das ist eben die verschiedensten Orten. Die einen haben auf der Tür einen Nagel gehabt und haben ihn so gedreht. Und wir haben ihn als Stiefelmacher so zusammengedreht. Das Übliche, was interessant war, der einzige Kleber, was wir gehabt haben, war der sogenannte Schusterpop. Das ist ein Produkt von der Weizenkleie, ein Abfallprodukt, das ist mit Wasser angerührt worden und hat so viel gehalten, dass du zwei Teile zusammengefügt hast und es ist nicht verrutscht beim Nähen. Die Messer, was wir gehabt haben, haben wir zweierlei Messer gehabt. Das ist der sogenannte Schusterkneip und das ist das Messer, das Stiefelmachermesser, mit dem haben unsere Eltern gearbeitet und das hat damals geheißen das Budapester Messer. Und die Holznägel sind aus Hartholz und dafür ist auch die Haltbarkeit gegeben. Und wenn der Holznagel in den Stiefel da, der kleine Holznagel da, wenn der da 100 Jahre drin ist, holt er noch immer. Aber wehe, es ist ein Eisennagel drin. Dann entsteht so ein großes Loch. Das rostet aus. Und der Holznagel rostet nicht. Die Nägel da vorne, das war da praktisch das gängs Rutschen. Es war ja früher alles Lehm, Straßen, Schotter, es war ja alles, nur kein Asphalt. Und keine Gummisohlen haben wir nicht gehabt und so haben sie praktisch die Nägel eingeschlagen, dass sie eben nicht rutscht sind. Unsere Stiefelmacher aus Rechnitz sind gefahren alle ins Nordburgenland, weil sie gesagt haben, in Nordburgenland sind die reichen Leute daheim, weil das sind die großen Weinbauern und die großen Fruchtbauern, die haben das Geld. Jetzt sind unsere Rechnitzer immer von Rechnitz bis in Seewinkel, bis Bamhagen oder egal wo hingefahren auf dem Markt. Zur damaligen Zeit sind sie gefahren mit dem Pferdewagen. Auf dem Pferdewagen haben sie die Markttruhen gehabt. In diesen Markttruhen sind die Stiefel verpackt geworden und sind auf die Märkte gefahren. Eine Garnitur, das waren meistens 2 oder 3 Kisten und die 2 Stiefelmacher und der Kutscher und mit denen sind sie auf den Markt gefahren. Denn wenn die 2 Stiefelmacher mit waren, nach Hause gefahren sind sie erst, wenn sie alle 2 verkauft haben gehabt, nicht wenn einer verkauft hat. Wenn der Wagen leer war, sind sie nach Hause gefahren. Dann sind sie gefahren, zum Beispiel von Neusiedl nach Breitenbrunn. Dort haben sie wieder einen Markt geholt und dann noch einen Markt und dann sind sie heimgefahren erst. Und das war immer die Sensation, wenn die Marktfahrer dann nach Hause gekommen sind. Es sind ja 7, 8 Wegen aufgefahren aus Rechnitz. Und da haben die Frauen halt schon gewartet, dass die Männer gekommen sind, aus Sehnsucht nach Liebe und die Sehnsucht nach der Brieftaschen. Das ist der traditionelle Marktstand, den was die Stiefelmacher verwendet haben bei uns.
da haben sie die Stiefel und die Schuhe aufgehängt und dann sind sie auf den Markt gefahren. Dahinter sehen wir ein Foto von der Landeshauptstadt Eisenstadt. Da sehen wir das Marktgeschehen. Das stammt aus den 30er Jahren und das ist heute die Ansicht von der Fußgängerzone von der heutigen in Eisenstadt. Die Stiefel, was wir alle früher gemacht haben, waren traditionelle Stiefel. Das war der normale Arbeitsstiefel. Da sieht man alles mit Ledersohle. Haben wir keine Gummisohlen draufpicken können. Ja, alles Leder. Das war der, damals haben sie gesagt, der Herresstiefel, der Barrestiefel, Halbstiefel. Das war alles. Das hat der Herr verwendet, das Herr verwendet, das ist alles geworden. Das nächste war praktisch dann der Schöne, der Glänzende. Das war der Feiertagsstiefel. Und ich sage immer, der war nutzbringend, weil mit dem Feiertagsstiefel hast du in die Kirchen gehen und bei der Kirche vorbeigehen. Das war immer Tradition. Das ist der boxlederne, glänzende Stiefel. Und das nächste war dann, was wir gesagt haben, der Stiefel mit dem harten Schaft. In den westlichen Ländern drüben gibt es die Gumasche. Die Burgenländer haben alle die Stiefel mit dem harten Schaft gehabt, weil man eben Stiefel getragen hat bei uns im Burgenland. Und das war der gleiche Schutz, was in westlichen Ländern die Gumasche war. Last not least, natürlich, wer war das nächste echte Damenstiefel? Schöne Damenstiefel mit einem kleinen Absatz. Und das war der Damenstiefel, der war für Sonntag und für alle Tag, für die Arbeit und zum Kirchengehen. Und der schwarze Kittel dazu und das war der Damenstiefel. Unser Innungsmeister hat immer gesagt, Burm hat er gesagt, wenn du ein Dirndl sorgst, brauchst du nicht von hinten auf die Stiefel schauen. So wie die Stiefel aussehen, schaut sah der ganze Haushalt aus. Und das haben wir sich gemerkt, das ist wahr. Der Schuhmacher und Stiefelmacher hat praktisch alles erzeugt. Ja? Ob das war der Fußballschuh, ob das war der Eislaufschuh, ob das war der Skischuh, also mit der Schuhmacher hat praktisch alles gemacht. Und ob das war für die Wiener Straßenbahner, die Stiefel, die Filzstiefel, die haben wir damals keine Tür fahren gehabt, die sind in der Kälte gestanden, ja. Ob das der Eisenbahnerstiefel war oder es war der Kanalarbeiterstiefel, was da ist. Diese Kanalarbeiterstiefel, das ist alles Handarbeit. Das ist alles mit Hand gefertigt worden. Und das Leder, was da ist, dass der wasserdicht war, der war mit Fetten und Alaunen getränkt. Und durch das war der Stiefel dicht. Aus den Abfällen wurde erzeugt der Lederbolzen. Das ist genauso ein holzgenagelter Schlapfen. Von großen Leder haben sie einen großen Schlapfen gemacht, von kleinen Leder einen Schlapfen gemacht. Und das war der Haus, was bei der Haustür gestanden ist. Und jeder hat den Schlapfen erzogen, der was meistens rausgehört, bei der Nacht meistens auf die Toilette. Das war der Bolzen fürs Aussehen. Und so hat es ganze Utensilien gegeben, so hat es die Stiefelknecht gegeben, so wie es die Schuhe ausgezogen haben und die Stiefel ausgezogen haben, ja, ist der Stiefelknecht gewesen und den Stiefelknecht hast du praktisch hergenommen, um dass du deinen Stiefel leichter ausziehst. Ne? Normal bist du in den Stiefel eingestiegen, hast den Schuh eingestiegen, nach einer Vorzogen, hochgezogen und der Schuh war praktisch heraus. In der späteren Folge hat das immer normal die Frau gemacht. Das ist immer der Gag, was ich immer sage. Die Frau hat den Mann täglich die Stiefel ausgezogen und mit dem Ausziehen hat er immer zwei Drittel in den Hintern gekriegt und der war zufrieden. Und dafür die Scheidungsrate früher 10% gewesen und heute haben wir 60%. Ich danke für die Aufmerksamkeit.